Ja, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich bin froh, dass ich jedenfalls noch genug Zeit hatte, um mal eine kurze Runde zu drehen und zu sehen, von den Plakaten, von den Ständen her, die da sichtbar sind, zu sehen, wie reich das Spektrum ist, was hier versammelt ist. Wenn sich 1000 Menschen aus Psychotherapie und Seelsorge versammeln, um über die Krisen der gegenwärtigen Zeit und die Rolle, die Angst dabei spielt, zu diskutieren, dann ist diese Tatsache selbst schon ein öffentliches Zeichen. Denn es gibt wenige Themen, bei denen ein so großes Missverhältnis zwischen öffentlicher Thematisierung und alltagsweltlicher Relevanz besteht, wie beim Thema Angst. Es hat keine Zeit in meiner eigenen Biografie gegeben, in der es eine vergleichbare Dichte existenziell relevanter Krisen gegeben hat, wie die heutige Zeit. Zuerst die Pandemie, bei der ein kleines, nur unter dem Mikroskop überhaupt sichtbares Virus das Leben auf dem gesamten Globus, man kann fast sagen, von einem Tag auf den anderen komplett umgekrempelt hat, mit weitreichenden Folgen, sowohl für das persönliche als auch für das öffentliche Leben. Nun der Ukraine-Krieg. Und Sie haben es schon gesagt, wäre der Titel nicht schon vor langer Zeit, der Kongress ist ja auch verschoben worden, festgelegt worden, dann wäre dieses Thema sicher auch noch in die Formulierung des Titels eingegangen. Wieder ist etwas Unvorstellbares passiert. Ein Angriffskrieg mitten in Europa. Die so lange aus dem Bewusstsein fast verschwundene Möglichkeit, dass ein zunächst regionaler Konflikt sich immer mehr zu einem Weltkrieg entwickeln könnte. Im äußersten Falle sogar unter Einschluss nuklearer Waffen. Und über diesen beiden akuten Krisen, die viel tiefere und gerade wegen ihrer langfristigen Wirkungen und eben auch den damit verbundenen nur langfristigen Steuerungsmöglichkeiten höchst bedrohliche Klimakrise, die von einer ganzen Generation mit guten Gründen als direkte Bedrohung ihrer zukünftigen Lebensmöglichkeiten gesehen wird. Dass als Reaktion auf diese Krisen die Angst in den tiefen Strukturen unserer Seele ausgesprochen oder unausgesprochen eine zentrale Bedeutung gewinnt, das liegt auf der Hand. Umso bemerkenswerter, umso unverständlicher ist es, dass diese machtvolle Kraft, die in jedem einzelnen Menschen wirkt, die aber natürlich auch für Politik und Gesellschaft in der Regel subkutan von großer Bedeutung ist, dass die in den öffentlichen Kommunikationen kaum eine Rolle spielt und gespielt hat. Man muss sich noch mal einen Moment zurückerinnern an die Tage, Wochen und Monate zu Beginn der Pandemie oder nach dem Beginn der Pandemie und der massiven Restriktionen zur Bekämpfung der Pandemie. Jeden Abend war die Pandemie Thema in Tagesschau und Heute-Sendung und dann danach in den jeweiligen Sondersendungen, Heute-Spezial oder ARD-Brennpunkt. Jeden Tag über viele, viele 100, glaube ich, Tage lang, kann man sagen. Unzählige Expertinnen und Experten waren in die Sendung zum Interview eingeladen, manchmal auch immer wieder die gleichen. Es wurde gesprochen über die virologischen Dynamiken der Pandemie, über die Möglichkeit der Impfstoffentwicklung, über Sinn und Unsinn der Kontaktbeschränkungen, über die noch anzufliegenden Touristenziele. Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Tourismusmanagerinnen und Manager da im Interview waren. Und natürlich über die virologischen Inzidenzwerte. Über die seelische Inzidenz
wurde ein Jahr lang fast überhaupt nicht gesprochen. Vertreter der Kirche fehlten auf der Einladungsliste. Ich war ja in der Zeit Ratsvorsitzender. Ich habe nicht ein einziges Mal eine Einladung zu einer dieser Sendungen bekommen. Am Tag vor Weihnachten, als es spitz auf Knopf stand mit den Gottesdiensten, da war ich mal in ARD extra eingeladen. Aber diese Spezialsendungen ist niemand von uns je eingeladen. Und hing vielleicht auch mit den Missbrauchsfällen zusammen, die natürlich die öffentliche Kommunikation dominiert haben, wo die Kirche eben stark in der Defensive war und ist. Und ja auch zu Recht, dass öffentlich diskutiert wurde, dass man vielleicht in den Redaktionen die Menschen der Kirche nicht als die ersten Gesprächspartner sich gesucht hat. Fakt ist aber jedenfalls, dass wir jetzt nicht eingeladen wurden, obwohl wir sehr viel zu sagen gehabt hätten. Und das übrigens auch auf unseren eigenen Kanälen die ganze Zeit getan haben. Ich selber habe zum Beispiel von Beginn der Quarantäne, also des Lockdown an, jeden Morgen 100 Tage lang, 6.30 Uhr raus in den Englischen Garten, ein Morgenvideo gemacht. Ein Bibelvers, 2 Minuten mit dem Selfie rausgegangen, wo ist das beste Licht, wo ist die Sonne gerade. Und dann habe ich das aufgenommen und auf Facebook und auf YouTube gestellt. Mache ich bis heute nur jetzt 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag und nicht mehr jeden Tag. Und andere Menschen in der Kirche haben Ähnliches gemacht. Wir haben das, was wir tun konnten, getan, aber in der öffentlichen Kommunikation spielte das, worüber wir hier bei diesem Kongress reden, an den medialen Lagerfeuern der Nation, um es mal so auszudrücken, spielte die Angst und ihre Bewältigung kaum eine Rolle. Etwas Ähnliches erleben wir im Grunde auch jetzt bei den Diskussionen um den Ukraine-Krieg. In den öffentlichen Diskussionen geht es um Waffenlieferungen, um militärische Strategien, um Bündnissolidarität. Was diese Situation mit unserer Seele macht, wie wir eigentlich mit unserer Angst umgehen sollen, was die Bilder von diesen Kriegsverbrechen, diesen schrecklichen Kriegsverbrechen mit uns machen, und woher eigentlich in diesen Zeiten noch Hoffnung kommt, davon ist bestenfalls am Rande die Rede. Bei der Klimathematik ist es nicht viel anders, obwohl es so manchen Ansatzpunkt dafür gegeben hätte. I want you to panic. Dieser Satz von Greta Thunberg hat die Angst geradezu ins Zentrum gerückt. Eine ernsthafte öffentliche Diskussion ist jenseits von empörten Reaktionen über diese überzogene Formulierung nicht entstanden. Was heißt es, wenn eine junge Frau so verzweifelt ist, dass sie eine Reaktion wie die Panik, die bekanntermaßen nicht zu klugem und effektivem, sondern in der Regel eher zu kopflosem und oft allzu oft auch kontraproduktivem Handeln führt, geradezu zum Programm macht? Die ganze Zeit bewegen wir uns in dem Versuch, die genannten Krisen zu bewältigen, zwischen den beiden Polen im Umgang mit Angst. Die beide, da wo sie jeweils zur Totalperspektive werden, problematische, zuweilen gar gefährliche Konsequenzen haben. Der Panik auf der einen Seite entspricht der Leichtsinn auf der anderen Seite. Wer sich in der Pandemiezeit vielleicht noch unter stolzem Hinweis auf die eigene Angstfreiheit ostentativ dem Maskentragen verweigert hat, hat mit seinem Leichtsinn nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet. Und wer auf der anderen Seite bei jedem sozialen Kontakt Panik empfunden hat, war massiv davon bedroht, in die Depression abzurutschen. Wer jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs die Angst vor einem Atomkrieg von vornherein als hysterisch abtut und ein noch beherzteres Eingreifen der Staatengemeinschaft fordert, spielt mit dem Feuer. Wer auf der anderen Seite panisch auf die Atomkriegsgefahr starrt, wird unfähig zum Handeln und nimmt vielleicht dann auch am Ende die russische Aggression einfach hin. Und ähnlich ist es beim Klimathema.
Wer die Vorhersagen der Klimawissenschaft immer noch als dramatisierend abtut, verschließt die Augen vor der Realität und handelt massiv verantwortungslos gegenüber den jetzt Jüngeren, die dann die Kosten für diesen ignoranten Leichtsinn werden bezahlen müssen. Wer aber panisch auf der anderen Seite reagiert und deswegen die tatsächlichen Folgewirkungen der jeweiligen Maßnahmen falsch einschätzt oder sich vielleicht gar nicht um eine Einschätzung bemüht, der erreicht mit großer Wahrscheinlichkeit das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen will. Schon diese kurzen Bemerkungen zeigen, welches Gefahrenpotenzial in einem Mangel an reflektiertem Umgang mit der Angst in den Krisen unserer Zeit liegt. Die Konsequenzen haben wir in den Spaltungen erlebt, die während der Pandemie in den Familien und Freundeskreisen, aber auch durch neue öffentliche Bewegungen wie die sogenannten Querdenker entstanden sind, wo die Angst subkutan wirkt, wächst die Gefahr ihrer Instrumentalisierung. Wenn Menschen Impfangst empfinden, hilft keine Abkanzelung und in der Regel auch keine bloße Belehrung, sondern nur eine intensive Kommunikation, die diese Angst sensibel aufnimmt und durch Beziehung Resilienz erwachsen lässt. Wo liegen die Quellen für solches Handeln? Woraus lässt sich eine Haltung gewinnen, die drei dazu notwendige Dinge miteinander verbindet? Das erste ist die Beziehungssensibilität und die Liebe, aus der sie hervorgeht. Das zweite ist die Klarheit der Orientierung, die in den großen Krisenthemen unserer Zeit von zentraler Bedeutung ist. Und das dritte ist die Kraft zum Handeln, ohne die die Bewältigung der Probleme nicht möglich ist. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich religiöse Ressourcen bei der Antwort auf diese Frage ganz besonders ins Zentrum stelle. Wie wichtig solche religiösen Ressourcen auch für eine weltanschaulich pluralistisch gewordene Gesellschaft nach wie vor sind, hat ein klerikaler Voreingenommenheit wirklich unverdächtiger Denker unserer Zeit eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht, nämlich Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hat den großen Schatz der Religionsgemeinschaften aus der Außensicht so auf den Punkt gebracht. Deshalb kann im Gemeindeleben der Religionsgemeinschaften, sofern sie nur Dogmatismus und Gewissenszwang vermeiden, etwas intakt bleiben, was andernorts verloren gegangen ist, mit dem Wissen von professionellen Experten auch nicht wiederhergestellt werden kann. Ich meine, hinreichend differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten und Sensibilitäten für verfehltes Leben, für gesellschaftliche Pathologien, für das Misslingen individueller Lebensentwürfe und die Deformation entstellter Lebenszusammenhänge. Ich kenne wenig Beschreibungen des Phänomens, was wir mit dem alten Wort Sünde bezeichnen, die so treffend sind wie diese Beschreibung eines Außenstehenden. Und wenn man Sünde beschreibt, heißt es natürlich auch, dass die Ressourcen zur Überwindung der Sünde entsprechend in diesen religiösen Zusammenhängen zu finden sind. Eine Gesellschaft, so sagt er selbst, ohne diese tiefen Schichten, verflacht zu einem bloßen Fortschrittsoptimismus. Ob nun stärker im Gewand des Glaubens an die umfassende technische Beherrschbarkeit der Probleme oder stärker als Glaube an den Fortschritt der Humanität. Sie verfehlt die tiefe lebensweltliche und auch politische Relevanz der gesellschaftlichen und je persönlichen Pathologien, die Habermas beschreibt. Es wird Sie nun vielleicht auch nicht überraschen, wenn ein evangelischer Landesbischof bei der Benennung der heute besonders relevanten religiösen Ressourcen
einen Programmbegriff verwendet, der ursprünglich aus der Reformation kommt. Inzwischen aber längst gemeinsamer ökumenischer Grund ist. Es ist die Freiheit eines Christenmenschen. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Das war der Titel der Schrift von Martin Luther von 1520. Für mich nach wie vor eine der brillantesten Schriften der Kirchengeschichte. Und sie hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Das versuche ich gleich noch etwas näher zu erläutern. Ich bin überzeugt davon, dass viele ihrer Inhalte zwar heute von vielen nicht mehr religiös formuliert werden, aber als säkulare Analogien gerade in ihrer therapeutischen Arbeit von großer Bedeutung sind. In der mittelalterlichen Welt Martin Luthers ging es um die Angst vor dem Gericht Gottes. Der in seiner religiösen Sozialisation eingeübte Versuch, sich die Gnade Gottes durch Bußleistungen und durch allerlei gute Werke zu verdienen, scheiterte radikal, sodass Luther in eine tiefe Depression rutschte. Seine Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, fand auch durch die konsequenteste christliche Lebenspraxis keine Antwort. Luther war ehrlich genug, um sehr genau vor Augen zu haben, wo er hinter dem zurückblieb, was Gott den Menschen als gute Gebote mit auf den Weg gegeben hatte. Erst seine Neuentdeckung der an mehreren Stellen in den Paulusbriefen formulierten Aussage bedeutete für ihn die große Befreiung. Der Mensch ist nicht gerecht aus Werken, sondern allein aus dem Glauben. Ich muss mir die Liebe Gottes nicht durch Werke verdienen, sondern es ist genau umgekehrt. Weil ich die Liebe Gottes gratis, ohne Vorbedingungen erfahre, deswegen bekomme ich die Kraft zu einer authentischen christlichen Lebenspraxis. Ich handle nicht aus der Angst, sondern ich handle aus der Freiheit. Ein Satz aus dieser Freiheitsschrift bringt es auf den Punkt. Ich habe ihn in 2017 in dem Jahr des Reformationsjubiläums so oft, wie ich nur konnte, zu zitieren versucht. Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen. Der Kern dessen, worum es geht, ist durch diese Sätze klar gesagt, aber auch die Fortsetzung dieses Satzes ist kraftvoll. Denn so wie unser Nächster Not leidet und unseres Überflusses bedarf, so haben ja auch wir Not gelitten und seiner Gnade bedurft. Darum sollen wir so, wie uns Gott durch Christus umsonst geholfen hat, durch seinen Leib und seine Werke nichts anderes tun, als dem Nächsten zu helfen. Bisschen eine Analogie zur goldenen Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Hier in Christus verwurzelt, in wunderbarer Weise beschrieben. Also wir wenden uns der Not des Nächsten zu, weil wir ganz genau wissen, wie sehr wir selbst beschenkt worden sind, wo wir es gebraucht haben. Ich glaube, dass auch Menschen, die nicht, wie Martin Luther, ihr Gefühl des Beschenktwerdens auf die Christuserfahrung gründen, sondern einfach nur wahrnehmen, wie gesegnet sie sind. Und aus dieser Wahrnehmung des Gesegnetseins im eigenen Leben dann sich für andere engagieren. Wenn man Menschen, die sich engagieren, nach ihrer Motivation fragt, dann bekommt man tatsächlich häufig auch genau diese Antwort. Mir geht es gut und deswegen möchte ich etwas weitergeben an Menschen, die weniger gesegnet sind als ich. Darin kommt eine Haltung zum Ausdruck, die nicht aus der Knappheit lebt, aus dem Gefühl, zu kurz zu kommen. Das übrigens leider nicht immer direkt proportional zur Dicke des Geldbeutels ist, sondern aus der Fülle und der damit verbundenen Dankbarkeit. Als Menschen, die in Therapie und Seelsorge tätig sind, stoßen sie immer wieder auf die Grundangst, die mit der Unfähigkeit verbunden ist, sich selbst anzunehmen.
Es ist die größte Quelle innerer Unfreiheit. Heute hat die Angst vor dem Gericht eine andere Gestalt. Es sind die Gebote der Selbstoptimierung. Heute hat man so eine Watch am Armgelenk, wo genau draufsteht, wie viel Körperfett du hast und wie fit du bist. Das trägst du am Arm. Also die Selbstoptimierung als Gebot. Oder die Schönheitsideale, die Menschen krank machen, bis dahin, dass sie sich tothungern. Die Gesetze, die uns unfrei machen, sind heute andere, aber unfrei machen sie genauso wie die Ansprüche, an denen Luther damals gescheitert ist. Das säkulare Analogon zur Rechtfertigung allein aus Glauben ist heute die Selbstannahme. Die vielleicht wichtigste Dimension ihrer therapeutischen Arbeit liegt deswegen in dem Prozess, in dem die so begleitete Person so viel Liebe, so viel Vertrauen, so viel Sicherheit in der therapeutischen Beziehung vermittelt bekommt, dass sie sich selbst annehmen lernt und dadurch auch ihre Angst überwindet. Meine Frau ist Psychotherapeutin, ich bin oft in den Abendgesprächen eingeweiht worden in das, was da geschieht in einem solchen therapeutischen Prozess. Natürlich immer anonym, aber als Ehemann kriegt man trotzdem einiges mit. Also diese zentrale Bedeutung der Beziehung ist auch der Grund dafür, dass in der Wirkungsforschung, und ich habe eben im Gespräch schon gehört, dass im Eröffnungsvortrag das auch schon eine Rolle spielte, dass in der Wirkungsforschung im Hinblick auf die unterschiedlichen therapeutischen Schulrichtungen nicht die Reinheit der Schulrichtung als besonderer Aktivposten erscheint, sondern die kontextuell sensible und beziehungsorientierte Anwendung unterschiedlicher Schulkonzepte der Therapie. Die Liebe und die daraus erwachsene Selbstannahme ist die größte Quelle der Resilienz angesichts von Krisen, die man sich vorstellen kann. Es ist kein Zufall, und auch das hat gestern Abend schon eine Rolle gespielt, dass in der von Paulus im 1. Korintherbrief formulierten Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung nun eben der Liebe auch die Hoffnung an die Seite gestellt wird. Auch ein weltanschaulich neutraler Staat braucht Narrative, die helfen, die Geschichte und die Gegenwart zu deuten. Es gibt keine ungedeutete Geschichte. Jeder, der das behauptet, der sagt, objektiv steht doch das und das in meinem Geschichtsbuch, lügt sich selbst in die Tasche. Wir deuten immer die Zeitereignisse und dann natürlich auch die Geschichte. Deswegen ist es so entscheidend, was eigentlich die Narrative sind, die unsere Deutung der Wirklichkeit prägen. Am schlimmsten sind die Konzepte, die sich der Deutungsbedürftigkeit der Wirklichkeit nicht bewusst sind und einfach behaupten, das, was sie sagen, sei objektiv. Ich sage das immer wieder auch an der Universität, als ich damals Professor in Bamberg war, war ich auch 3 Jahre Dekan der Fakultät Humanwissenschaften und habe immer wieder Psychologie-Disputationen geleitet und hatte manchmal so richtig Freude dran, die Voraussetzungen, die hinter den Versuchsanordnungen der psychologischen Theorien, die mir da in der Disputation entgegengebracht wurden, zu hinterfragen und darauf hinzuweisen, dass in vieler Hinsicht die Versuchsanordnung eigentlich schon das Ergebnis ein großes Stück weit vorprägt. Wenn man darüber ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass die anderen Wissenschaften an der Universität keineswegs die Objektivität verkörpern und die Theologie kommt mit diesem ganzen hoch individuellen und subjektiven Voraussetzungskram daher. Es ist geradezu ein Ausweis von Aufgeklärtheit, wenn man die Grundvoraussetzungen, von denen her man kommt, offen benennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so oft wie möglich über die Narrative explizit sprechen, die unser eigenes Denken und die unsere eigene Deutung der Geschichte lenken und prägen. In den religiösen Quellen
überlieferte Geschichten sind nicht die einzigen, aber ganz bestimmt reichhaltige Quellen für solche Narrative und jetzt ganz besonders für die Narrative, die wir jetzt am dringendsten brauchen, nämlich Hoffnungsnarrative. Menschen, die sich bewusst auf die jüdisch-christliche Tradition einlassen, wie sie in den biblischen Narrativen so packend und so eindrucksvoll beschrieben werden, zum Ausdruck kommen, leben aus diesem großen Narrativ der Hoffnung. Ich will Ihnen mal einige Beispiele dafür nennen, die Sie alle kennen, aber ich habe zum Beispiel die Arche Noah-Geschichte in der Zeit der Pandemie noch mal ganz neu kennen, schätzen und lieben gelernt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, aber die Arche Noah-Geschichte ist eine Quarantäne-Geschichte mit gutem Ausgang. Viel mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Sie verstehen alle, was ich meine. Man muss hier nur mal einen Moment mal klar machen, wenn man sich das bildlich vorstellt, dieser Noah mit seiner Familie, diesen ganzen Tieren, wie es da gerochen hat in dieser Arche Noah, und dann darfst du nicht raus. Ich kann mir vorstellen, dass einige in den letzten Jahren ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Nicht nur, weil sie Haustiere haben. Und wie sich vielleicht die Menschen in der Arche auch miteinander, wie die ihre Beziehungskisten da ohne Möglichkeit mal rauszugehen, Abstand zu gewinnen, pflegen mussten. Familien, Aufstellungen haben die wahrscheinlich noch nicht gemacht. Aber es hätte ihnen gut getan. Also, diese Quarantänegeschichte, die habe ich nochmal ganz neu verstehen gelernt. Und jetzt muss man sich das mal klar machen, wie die ausgeht. Ist doch etwas Wunderbares. Die Taube kommt, dann hat sie einen Ölzweig, dann geht das Wasser weg und dann steht dieser große Regenbogen im Himmel. Der Regenbogen, der sagt, nie wieder will ich die Erde vernichten. Ihr könnt euch darauf verlassen. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze. Ich werde immer zu euch halten. Also was Schöneres kann man sich als Perspektive für das eigene Leben eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich wünsche es vielen Menschen, dass sie diese Arche Noah-Geschichte neu entdecken. Weil ich jetzt nicht widerstehen kann, sage ich auch noch was zu der Geschichte. Was mich daran fasziniert, ist, dass wenn Sie das erste Kapitel der Geschichte lesen, da heißt es, ich will die Erde vernichten, denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Das ist die Begründung für die Sintflut. Und dann lesen Sie mal, wie sie ausgeht. Und warum Gott es nicht macht, mit der gleichen Begründung. Das Trachten des Menschen ist das Böse von Jugend an, deswegen will ich nie wieder die Erde vernichten. Gott ändert sich sozusagen in dieser Geschichte. Gott legt sich fest. Er legt sich fest auf den ewigen Bund. Er legt sich fest darauf, dass er trotz all des Abirrens der Menschen nicht loslässt von diesem Menschen, den er aus Liebe geschaffen hat. Also, ein größeres Narrativ der Hoffnung kann man sich gar nicht vorstellen als diese Geschichte. Und dann müssen wir nur die großen Geschichten, die sich durch die ganze Bibel ziehen, uns nochmal vergegenwärtigen. Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, Verzweiflung pur. Die Leute waren am Ende. Und dann kommt dieser Mose und dieses Volk wird rausgeführt, 40 Jahre Wüste und sie kommen an im gelobten Land. Und dann später im babylonischen Exil wieder. Absolute Verzweiflung. Und dann kommen diese wunderbaren Texte, diese wunderbaren Reden von Jesaja, Deutero Jesaja, der sagt, die Wüste wird blühen. Ihr werdet ein Heim kommen. Ich habe nicht aufgehört, zu euch zu halten. Ihr werdet zurückkommen. Und sie kommen zurück, bauen den Tempel neu. Und dann kommt diese für uns alle ebenso unfassbare wie wunderbare Geschichte, dass da dieser Mensch, Jesus von Nazareth, umherzieht. Die Leute folgen ihm in Scharen, weil er diese Liebe ausstrahlt, diese radikale Liebe ausstrahlt, die ein Kraftfeld, ein neues Kraftfeld eröffnet, dem man sich kaum entziehen kann. Ein Kraftfeld der Liebe, aber eben auch der Hoffnung. Endlich kommt die Erlösung. Und dann endet er am Kreuz mit einem Schrei der Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles vorbei. Selbst da noch kommt, siegt das Leben, endgültig. Und Christus wird auferweckt. Christus ist auferstanden, haben wir gerade Ostern wieder gerufen. Und wir gehen nicht zu auf Dunkelheit, auf ein dunkles Loch, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich könnte jetzt noch viel länger reden über dieses Narrativ der Hoffnung, mache ich jetzt nicht. Aber es ist, glaube ich, glasklar, dass
das zum Kern der christlichen Botschaft gehört, also zu der Botschaft gehört, die wir jetzt gerade am dringendsten brauchen, wo die Hoffnungsquellen zu versiegen drohen. Diesen Narrativ der Hoffnung einzubringen in die Gesellschaft, ob mit den direkt christlichen Worten oder mit dem Versuch, es Menschen plausibel zu machen, die die direkten Worte so nicht hören können, wie auch immer. Aber wir als Christinnen und Christen sind Hoffnungsmenschen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, diese Hoffnung in die Welt zu bringen. Und ich würde auch den Beruf der Therapeutin, des Therapeuten, wie gesagt, jenseits der Frage, wie explizit man und wie direkt biblisch man damit umgeht, würde ich als einen Beruf bezeichnen, der diese Hoffnungsperspektive, in diesem Fall für ein sehr konkretes, individuelles Menschenleben, als Horizont in der gesamten Arbeit hat. Ich wage mal zu vermuten, dass für Sie alle in Ihrem Berufsethos das eine ganz zentrale Rolle spielt. Also die Botschaft von Glaube, Liebe und Hoffnung, so konfessorisch muss ich das jetzt einfach mal sagen, ist genau das Wort, das eine verwundete Gesellschaft heute braucht, um Heilung zu erfahren, um Zuversicht zu behalten und um gemeinsam zu handeln und sich nicht auseinanderreißen zu lassen. Ich will in meinem vorletzten Teil exemplarisch sagen, was das für eines der Themen, die im Titel vorkommen, bedeutet, nämlich die Frage des Umgangs mit dem Klimawandel. Vor 3 Jahren bin ich Opa geworden. Mein erstes Enkelkind wächst heran. Ich freue mich jedes Mal. Es ist vielleicht das größte Glück in meinem Leben, wenn ich meinen Enkel sehe, mich an ihm freue, mit ihm auf den Spielplatz gehe und dann selber auch nochmal wieder Kind sein darf. Und wenn ich mit ihm so einen Turm mit Duplo baue, dann kann man manchmal die Frage stellen, ob ich das eigentlich bin, der unbedingt so hoch bauen will oder ob das meinen Enkel interessiert. Also man entwickelt da manchen Drang, den man aus frühen Kindertagen selber gehabt hat. Also mein Enkel ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir beim Nachdenken über das Klimathema mal klar gemacht, in welchem Jahr mein Enkel so alt ist, wie ich jetzt bin. Das ist das Jahr 2079. In dem Jahr ist mein Enkel so alt, wie ich jetzt bin. 62 bin ich jetzt gerade geworden. Und diese Zahl hat mich elektrisiert, hat das, was ich in den schriftlichen Unterlagen, in vielen Diskussionen immer wieder gehört habe, für mich nochmal ganz anders ins Herz, in die Seele hineingebracht. Also ich werde schon lange nicht mehr auf der Welt sein, aber mein Enkel, der wird mitten im Leben sein, so wie ich mich jetzt fühle, mitten im Leben. Welche Welt werden unsere Enkelkinder vorfinden? Das ist eine sehr direkte, sehr relevante und für mich auch existenzielle Frage. Die Vorhersagen der Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind erschreckend. Sie stellen uns vor Augen, wie viele Menschen ihre Heimat verlieren werden, weil sie überflutet ist. Sie prognostizieren, dass unzählige Flüchtlinge auf der Welt unterwegs sein werden, weil sie irgendwo hin müssen. Sie sagen auch vorher, dass viele ihr Leben verlieren müssen, weil Stürme unkontrollierbar werden und Dürren die Nahrungsmittelproduktion drastisch gefährden. Ich bin jetzt gerade in Kenia beim Besuch der Partnerkirche gewesen und in Liberia. In Kenia im Norden die größte Dürre seit 150 Jahren. Manche sagen seit 70 Jahren, aber jedenfalls seit sehr langer Zeit. Und man weiß, dass die Menschen, die jetzt unter dieser Dürre leiden, am wenigsten beigetragen haben dazu, dass diese Dürre entstanden ist. Und dann kommen wieder Fluten, die Erde ist zu getrocknet, die Fluten laufen ab. Die Erde kann es nicht aufnehmen. Wetterextremitäten haben zugenommen. Und ich habe das schon vor diesem Besuch, im Besuch der Partnerkirchen erlebt, wie ich in Tansania etwa von dem leitenden Bischof der tansanischen lutherischen Kirche, der größten Kirche in Afrika, der lutherischen Kirche in Afrika,
da durchs Land gefahren wurde, rechts und links die verdorrten Felder mir gezeigt hat und gesagt, das waren alles Entwicklungsprojekte, jetzt sind sie wegen der Wetterextremitäten so gefährdet. Als ich in der Maasai-Steppe in so einer Lehmkirche gepredigt habe, habe ich meine Predigt begonnen mit dem Wort Dear Sisters and Brothers. Liebe Schwestern und Brüder, habe ich da gesagt. Und ich sage das immer, jetzt gerade auch wieder, als ich dort gepredigt habe. Und dann fahre ich nach Hause und mache mir klar, dass wir in Deutschland einen pro Kopf pro Jahr CO2-Ausstoß von 9 bis 10 Tonnen haben und die Menschen in Tansania 0,2 Tonnen pro Kopf pro Jahr CO2-Emissionen. Jeder, der diese Zahlen hört, versteht, dass das nicht gerecht ist. Und wenn ich mit Menschen aus Politik und Wirtschaft an einem Tisch sitze und wir diskutieren, dann sitzen meine Schwestern und Brüder mit am Tisch. Andernfalls kann ich mir als Bischof nicht mehr in die Augen schauen. Wenn ich dort so rede und sie so anspreche, dann aber, wenn ich hier bin und die Entscheidungen vielleicht irgendwie mit beeinflussen kann, die über ihr Leben, vielleicht sogar über Leben oder Tod entscheiden, wenn ich mich da dann raushalte, zu politisch oder ich habe anderes zu tun oder was immer sonst. Ich kann das nicht. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie Politisiererei schön finde oder irgendwas, sondern aus meinem persönlichen Glauben heraus kann ich es nicht. Aus meiner Frömmigkeit heraus kann ich es nicht. Das ist die Situation. Vielleicht noch ein Beispiel, weil ich das nicht mehr aus dem Kopf kriege. Papua-Neuguinea, große, ganz alte Partnerkirche der Bayerischen Landeskirche. Wir sind am Ufer eines, da in so einem Dorf und viele Kinder spielen da, das kann man ja auch ohne die Sprache können, kann man mit denen spielen, wir haben viel Freude gehabt, dann kommt so ein alter Mann und wir reden und dann zeigt er auf so einen Baumstamm oder so ein Pfahl, der 50 Meter oder so weiter im Meer hochkommt. Und dann sagt er, als ich klein war, war der an Land. Und ich schaue auf die Kinder und mir ist ganz klar, das Meer ist direkt an den Häusern schon dran, wenn die so groß sind, wie der Mann oder ich, werden sie nicht mehr in diesem Dorf leben können. Eine Insel, die vorgelagerte Insel, wurde da schon evakuiert. So ist die Situation. Wieder Menschen, die nichts mit der Entstehung dieses Problems zu tun haben. Also warum erzähle ich das? Um lebensweltlich deutlich zu machen, dass die Themen, über die wir da reden, nichts Abstraktes sind und auch nichts irgendwie nur Politisches oder ähnliches, sondern es geht um konkrete Menschen, die wir, wenn wir unser Christsein wirklich ernst meinen, als Schwestern und Brüder bezeichnen, als Schwestern und Brüder in Christus. Und darum geht es. Und ich kann das nicht verdrängen, ich kann das nicht weglassen, auch wenn wir alle nur überleben können, wenn wir bestimmte Dinge auch immer wieder verdrängen, aber nicht grundsätzlich verdrängen oder programmatisch sagen, damit will ich nichts zu tun haben oder das ist zu politisch oder was immer sonst. Also ich glaube, und das will ich eigentlich mit diesen Beispielen sagen, ich glaube, dass diese Ebene der Schlüssel ist für die Frage, ob wir die große Transformation schaffen werden, die notwendig ist, oder ob wir es nicht schaffen werden. Wir können uns nicht auf moralische Imperative beschränken oder den Leuten ein schlechtes Gewissen machen oder immer nur mit abstrakten Alarmmeldungen kommen, sondern die Beziehungsebene, über die ich jetzt vorher gesprochen habe, die Beziehungsebene, die muss ins Zentrum rücken. Da muss man auch politische Fragen mit bedenken, aber es muss immer zurückgeführt werden, um es in der Beziehung zu verwurzeln. Also als Ausdruck von Liebe, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat und mit auf den Weg gegeben hat, es deutlich zu machen. Und das ist deswegen so wichtig, weil natürlich gerade auch Bekämpfung des Klimawandels mit vielen Verlustängsten verbunden ist. Deswegen muss die Politik sich sozial gerecht gestalten. Aber sie muss eben auch, um die Ängste zu überwinden, Beziehungsarbeit leisten. Die ganze Gesellschaft muss das tun. Also es muss deutlich werden, warum wir das tun. Und vielleicht kann dann tatsächlich, das wäre meine große Hoffnung, kann dann tatsächlich eine Perspektive entstehen, wie ich sie selbst für mich jedenfalls empfinde, dass ich glaube, ich werde ein glücklicherer Mensch sein. Wenn ich weiß, ich lebe nicht gegen die anderen, sondern ich lebe mit den anderen. Und das heißt, es ist ein Glücksgewinn, wenn diese Ungerechtigkeiten, die ich eigentlich nur verdrängen kann, wenn die irgendwann aufhören. Und ich weiß, jeder Mensch darf in Würde leben auf dieser Erde. Ich will Ihnen zum Schluss mal, ich will Sie mal kurz in die Zukunft entführen. Und
Und zwar deswegen, weil wir manchmal, glaube ich, etwas Distanz zu unserer eigenen Zeit brauchen, um Dinge zu verstehen. Ich nehme Sie jetzt also mal ein paar Minuten, ich glaube, es sind etwa 6 Minuten oder so, also es dauert einen kleinen Moment lang, nehme ich Sie mit in das Jahr 2122, also den 2. Mai nehmen wir jetzt mal, genau 100 Jahre von heute. Ich lese Ihnen vor einen Pressebericht aus dem Global Electronic Observer des Jahres 2122. Der Global Electronic Observer ist das klickstärkste weltweite Nachrichtenmedium im Jahr 2122. Und da wird von dieser Konferenz berichtet, also einer Historikerkonferenz. Bei einer internationalen Konferenz im südafrikanischen Cape Town haben führende Historikerinnen und Historiker gestern eine neue Anstrengung zur Aufarbeitung der Geschichte des 21. Jahrhunderts gefordert. Der weltweit renommierte deutsche Historiker Michael Misakwani erinnerte an die massive Verletzung der Menschenrechte, die die ganze erste Hälfte des 21. Jahrhunderts gekennzeichnet habe. Misakwani, der selbst afrikanische familiäre Wurzeln hat, wies insbesondere auf das unsägliche Leid hin, das der Mangel an Nahrung und medizinischer Grundversorgung in vielen Ländern Afrikas gefordert habe. Heute unvorstellbare 20.000 Tote seien damals aus Hunger- und Armutsgründen jeden Tag zu beklagen gewesen. Schon damals sei klar gewesen, dass es auf der Welt genügend Nahrungsmittel gäbe, um jedem Menschen ein Existenzminimum zu garantieren. Insbesondere im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sei der Reichtum in Teilen der Welt sprunghaft angestiegen, ohne dass die Ressourcen zur wirksamen Bekämpfung der Armut genutzt worden seien. Auch die Weltwirtschaftskrise des Jahres 2008 habe nur ein vorübergehendes Nachdenken erzeugt. Die Religionsgemeinschaften hätten zwar immer wieder die weltweiten Ungerechtigkeiten angeprangert, viele ihrer Mitglieder hätten damals aber an den Schaltstellen der Macht gesessen, ohne dass sie die durch Armut bedingten massiven Menschenrechtsverletzungen gestoppt hätten. Bis heute, so Misakwani, habe die historische Wissenschaft noch nicht wirklich aufgearbeitet, wie es dazu kommen konnte. Der Harvard-Historiker John Obama, ein Nachfahre des ersten schwarzen Präsidenten der USA, wies auf die Komplexität der wirtschaftlichen Zusammenhänge in den damaligen ersten Jahrzehnten der Globalisierung hin. Die wirtschaftliche Dynamik sei so groß gewesen, dass die humanitäre Dynamik damit nicht Schritt gehalten habe. Viele der damals führenden Ökonomen und Politiker seien ernsthaft davon überzeugt gewesen, dass sich die Überwindung der Armut von selbst einstellen werde, wenn wirtschaftlichen Aktivitäten möglichst wenig Grenzen auferlegt würden. Sie seien sich deswegen der moralischen Fragwürdigkeit des herrschenden Wirtschaftssystems gar nicht bewusst gewesen. Einen besonderen Akzent setzte die chinesische Kirchengeschichtlerin K.W. Yan. Yan, die bei der Konferenz die OECC, die One Ecumenical Church of Christ, vertrat, analysierte in ihrem Vortrag die Rolle der Kirchen, die damals noch in verschiedenen Konfessionen getrennten Kirchen. So Yan, seien zum einen häufig so sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass sie die moralische Brisanz der existierenden Zustände unterschätzt hätten. Zum anderen habe trotz der schon damals vorhandenen Medien die unmittelbare Konfrontation mit dem täglichen Elend und Tod gefehlt. Viele Christinnen und Christen hätten schon damals engagiert geholfen, wenn sie persönlich mit Leid konfrontiert gewesen seien. Die weltweiten Ungerechtigkeiten hätten sie aber für unüberwindbar gehalten, so wenig das im Rückblick nachvollziehbar sei. Yan plädierte dafür, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen. Man habe zwar in den letzten Jahrzehnten die Voraussetzung dafür geschaffen, dass jeder Mensch auf Erden ein materiell sorgenfreies Leben führen könne. Die vollständige Integration der Technik in das menschliche Leben im 21. Jahrhundert habe aber neue Herausforderungen für das zwischenmenschliche Zusammenleben geschaffen. Die australische Historikerin Irabina Nguru-Wutun sprach über die ökologische Umorientierung im 21. Jahrhundert. Man könne sich heute gar nicht mehr vorstellen, welch massive Gewalt die Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Erde gegenüber geübt hätten. Man habe damals im Hinblick auf viele im täglichen Leben benutzte Güter von Abfall gesprochen. Man habe diese Stoffe vergraben oder verbrannt.
Man habe zwar bei einigen Stoffen wie Glas und Papier schon mit Recycling begonnen, die heute übliche komplette Wiederverwendung gebrauchter Güter habe man damals aber noch für zu teuer gehalten. In wenigen Jahrzehnten habe man damals Wertstoffe aus der Erde geholt, die in vielen Millionen Jahren entstanden seien. Die großen Umsiedlungsprogramme der letzten Jahrzehnte, bei denen Australien die Hauptlast getragen habe, seien durch die Klimaveränderungen notwendig geworden, die sich im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts noch weithin ungebremst entwickelt hätten und den Meeresspiegel deutlich hätten ansteigen lassen. Viele hätten die vollständige Umstellung auf regenerative Energien, die Mitte des 21. Jahrhunderts weltweit abgeschlossen worden sei, damals noch für illusionär gehalten. Man habe einen Lebensstil gepflegt, der von Wasser- und Energieverschwendung geprägt gewesen sei. Nicht zuletzt durch historische Ereignisse wie den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, den damit verbundenen weltweiten Boykott russischen Erdgases und den daraus erwachsenen Rückenwind für eine beschleunigte Umstellung auf regenerative Energien, vor allem aber durch die weltweit gut organisierten zivilgesellschaftlichen Bewegungen des frühen 21. Jahrhunderts habe sich ein grundlegender Bewusstseinswandel vollzogen. Heute könne sich kaum jemand mehr vorstellen, warum die Menschen damals ein Leben mit immer mehr Konsum für erstrebenswert gehalten hätten. Das müsse auch der heutigen Generation eine Lehre sein, um Trägheit im Denken zu überwinden. Auch verschiedene andere Diskussionsbeiträge der Tagung plädierten dafür, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Achtung vor dem Menschen und Achtung vor der Natur könnten heute besser miteinander verbunden werden als je zuvor in den letzten Jahrhunderten. Das 21. Jahrhundert habe in der neueren Geschichte eine besondere Stellung, nur zu vergleichen mit dem Zeitalter der Reformation in Europa. Damals seien politische und religiöse Konstellationen entstanden, die Jahrhunderte nachgewirkt hätten. Das 21. Jahrhundert könne als Zeitalter der weltweiten Transformation bezeichnet werden, das den Durchbruch zu einer echten Weltgesellschaft gebracht habe. Soweit die Pressemeldung aus dem Global Electronic Observer des Jahres 2022. Dieser Pressebericht macht deutlich, manchmal können wir nur durch die Distanz zu dem Gewohnten und Selbstverständlichen die Unselbstverständlichkeit, in der wir leben, verstehen. Wenn wir, ob nun vor unseren Enkelinnen und Enkeln oder vor dem Richterstuhl Gottes, der einst über unser Leben Rechenschaft ablegen werden, dann werden wir nicht nach der Höhe unseres Bankkontos gefragt werden. Dann werden wir auch nicht danach gefragt werden, wie viel PS unser Auto hatte. Aber ob wir uns für die Armen eingesetzt haben und ob wir verantwortlich mit der Natur als Schöpfung Gottes umgegangen sind, das werden wir gefragt werden. Die Menschen, die jetzt politische Verantwortung tragen und diejenigen, die sie wählen oder nicht wählen, werden diese Frage gestellt bekommen. Ich möchte, dass die Menschen in 100 Jahren so zurückschauen, wie es die Pressemeldung aus dem Global Electronic Observer beschreibt. Ich sehe viele Anzeichen des Umdenkens, die Anlass zur Zuversicht geben. Unabhängig von dem Erfolg zu handeln, das ist der Antrieb des Glaubens. Und ich ende mit einem Zitat, wie ich in dem Gespräch eben schon gehört habe, was Sie gestern Abend schon mal gehört haben. Ich finde es eigentlich wunderbar, dass wir unabgesprochen voneinander beide dieses Zitat gebracht haben. Und bei mir steht es jetzt auch am Schluss. Es kann sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Dietrich Bonhoeffer, vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank für diesen sehr lebendigen, inspirierenden und auch glaubensvollen Vortrag.
das hat uns gut getan. Und wir haben vereinbart, dass wir pünktlich Schluss machen, weil unser Referent nämlich noch eine Veranstaltung hat, die auf ihn wartet. Aber ein ganz bisschen Zeit für Fragen haben wir ja noch. Ich habe drei Fragen hier und ich würde die noch gerne loswerden. Die erste Frage: Welche Wege gibt es zur Freiheit eines Christenmenschen? Wie kommt man dorthin? Ach, hätte ich doch noch eine Stunde. Ja, also ich habe jetzt gerade ein Buch abgeschlossen. Es erscheint irgendwie in den nächsten 2 Monaten, glaube ich, irgendwann. Das heißt Frömmigkeit und Glück. Und was ich gemacht habe, das ist nämlich die Antwort auf Ihre Frage. Das ist der Weg. Ich benutze bewusst diesen alten Begriff. Ich sage nicht Spiritualität, spirituelle Praxis, kann man auch alles sagen. Ich sage Frömmigkeit. Weil Frömmigkeit heißt, dass du all die Dinge, die da in der Bibel stehen, dass die in deine Seele einsickern. Und was ich, die Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, dass die Glücksforschung, mit der ich mich mal kurz bevor ich Bischof wurde, nochmal gründlich auseinandergesetzt habe und da auch ein Buch rausgegeben habe, in der Glücksforschung kommen genau die Sachen, werden ins Zentrum gerückt, die die Kerninhalte der Bibel sind. Also das Deutlichste ist, lernen Sie dankbar zu leben, wird als Essenz, als Ratschlag gegeben. Ja, danken, also wenn das nicht der Kern der Bibel ist, dass wir Danke sagen im Gebet, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer das jeden Abend sich sagt oder im Herzen hört und fühlt, der wird dankbar. Und selbst wenn ich morgens ins Bad gehe mit verwuscheltem Haar und etwas tränigen Augen oder Sand in den Augen und mich vor den Spiegel stelle und mit Psalm 139, Vers 14 sage, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin, dann gehe ich ganz anders in den Tag. Also, was ich sagen will, ist, die Psalmen zum Beispiel, die drücken so ziemlich jedes Gefühl aus, was du als Mensch haben kannst. Und das Tolle ist, dass du geführt wirst aus der Verzweiflung in die Zuversicht. Das ist doch genau, was wir jetzt brauchen. Und deswegen, ich sage ganz banal, Bibel lesen. Sich von diesen, die haben mich in meiner Entscheidung, nicht Jura weiter zu studieren, sondern zur Theologie zu wechseln. Der Grund dafür ist die Bibel, weil mich diese Texte so fasziniert haben. Zweiter Ratschlag der Glücksforscher: Lernen Sie zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wieder Volltreffer. Dritter Ratschlag: Lernen Sie im Hier und Jetzt zu leben, anstatt sich immer Sorgen um die Zukunft zu machen. Seht die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Darum sorget nicht. Vierter Ratschlag: Achten Sie auf Ihre sozialen Beziehungen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich höre jetzt auf, aber Sie merken, was die Glücksforschung sagt, ist genau, was die Kerninhalte der Bibel sind. Also lasst uns als Christenmenschen das in die Welt reintragen. Nicht platt, nicht so, dass wir vom Hochpodest aus die Leute bekehren wollen, aber lasst uns begeistert von diesen wunderbaren Traditionsangeboten der Bibel, lasst sie uns selbst ausstrahlen. Die Liebe kommt dann an, wenn wir sie selbst ausstrahlen. Und das wünsche ich mir für unsere Kirche insgesamt. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Ja, vielen Dank. Als nächstes kommt eine kritische Frage, gerne. Aber Sie können ja was dazu sagen. Gerne, immer. In den Lockdown-Zeiten habe ich mich häufig gefragt, warum schweigt die Kirche? Ja, sie wurde nicht gefragt. Aber hatte sie denn Relevantes gesagt? Wo blieb der Protest, die Schwächsten nicht zu schützen, / versorgen, beengt lebende Familien in prekären Verhältnissen, missbrauchte Kinder bei gewalttätigen Eltern ohne Fluchtmöglichkeit in Jugend, Sozialarbeit? Haben wir das nicht den Radikalen überlassen? Die Frage beantworte ich sehr gerne, auch in ihrer kritischen Rückfrage, denn ich habe sie mir ja die ganze Zeit gestellt. Ich habe sie mir von Anfang an gestellt. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wie es sozusagen einem ergeht, der da Verantwortung trägt. Wir haben am 21. März, glaube ich, also direkt in der Woche nach Beginn des Lockdown, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz und der Ratsvorsitzende der EKD, ich selbst. Wir haben eine pastorale Erklärung zum Umgang mit der Pandemie geschrieben, verfasst
und veröffentlicht, in der all diese Sachen enthalten waren, wo wir versucht haben, Mut zu machen, wo wir versucht haben, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diese Erklärung, und das war für mich wirklich eine Überraschung und auch in gewisser Weise ein Schock, dass die Kirche so wenig relevant in der Öffentlichkeit war, dass im Grunde keine Zeitung, schon gar nicht die Nachrichten, diese Erklärung überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Ich habe mit einer Zeitredakteurin, die einen kritischen Artikel in der Hinsicht geschrieben hat, ich kann es ruhig sagen, Evelyn Finger, mit der ich in sehr engem und sehr persönlich guten Kontakt bin, die vom Schweigen der Bischöfe da geschrieben hat, und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Denn wir haben die ganze Zeit was gesagt. Ich habe Ihnen ja eben erzählt, Sie können gerne meine hunderte von Videos auf Facebook nochmal nachsehen. Da habe ich diese Sachen alle gebracht. Da habe ich auch von der Situation in den Pflegeheimen gesprochen. Und dass es nicht geht, dass Menschen unbegleitet sterben und Ähnliches. Aber wenn ich mich nicht ans Kanzleramt ankette, 3 Tage, dann ist es keine Pressemeldung wert. Und das in der Zeit, in der die Meldungen über die Kirche eben immer die über sexualisierte Gewalt waren. Das ist ja richtig, dass das öffentlich diskutiert wurde. Nur es ist zusammengefallen mit einer Zeit, wo wir eigentlich als Kirche so dringend unsere Botschaften unter die Leute hätten bringen wollen. Wir haben es gemacht auf vielfältige Art und Weise. Ostern haben wir noch nie so viele Menschen in Gottesdiensten erreicht wie 2020. Weil die Einschaltquoten in den Fernseh- und Radiogottesdiensten hochgeschnellt sind. Die digitalen Formate sind überall, 80% der Gemeinden haben sie angeschaut. Da ist also viel passiert. Übrigens auch in der Seelsorge. Ich habe ja Videokonferenzen mit den Altenheimen und Krankenhausseelsorgerinnen gemacht. Das ist aber keine Schlagzeile. Deswegen haben Sie alle den Eindruck, wo war denn die Kirche? Ja, wenn man uns nicht einlädt in die Lagerfeuer der Nation, wir haben unser Bestes getan, um die Botschaften, die wir die ganze Zeit von uns gegeben haben, über den Kreis derer hinaus auch Menschen zu Menschen zu bringen, die eben von sich aus mal auf eine Homepage gehen. Da haben sie das alles gefunden. Wenn sie auf die EKD-Homepage gegangen sind, haben sie das alles gefunden. Oder eben auf die Facebook-Seite eines Menschen wie mir oder anderer, die jetzt da Verantwortung tragen. Aber wie wir das schaffen, die tägliche wunderbare Normalität kirchlicher Arbeit, der Diakonie, all der Menschen, die mit viel Liebe sich um andere kümmern und die zutiefst manchmal auch gekränkt sind, wenn sie dann in der Zeitung lesen, die Kirche macht nichts oder schweigt. Diese Realität all dieser Menschen, wie wir die in den Medien besser vermitteln, das ist schon besser geworden, das ist deutlich besser geworden. Das war vor allem in dem ersten Jahr. Ich sage Ihnen noch was. Die Sache mit den Altenheimen oder den Seelsorgern auf den Krankenstationen. Ich habe den Krisenstab in meiner Bayerischen Landeskirche jeden Tag geleitet. Ich habe jeden Tag gefragt, was machen wir mit den Seelsorgern und Seelsorgern? Die dürfen zum Teil nicht rein. Dann war die Antwort, wenn die Schutzkleidung, die sie brauchen, um da überhaupt eine Chance haben reinzukommen, wenn wir die wegnehmen, wenn wir die den Seelsorgern geben, dann nehmen wir sie den Pflegekräften weg. Es gab nämlich nicht genug. Es gab keine Schutzkleidung, es gab auch keine Masken. Das gab es alles nicht. Wir reden heute so drüber, dass die Dilemmasituationen dieser Tage überhaupt nicht mehr vorkommen. Ich habe auch mit der Evelyn Finger da etwas gerechnet. Ich habe gesagt, Frau Finger, wenn Sie in Ihrem Artikel wenigstens einmal erwähnt hätten, in welchem Dilemma wir waren, können Sie immer noch sagen, es war falsch, was wir gemacht haben. Aber bitte erwähnen Sie doch wenigstens das Dilemma. In Wolfsburg sind 43 Menschen gestorben, weil das Virus in dieses Heim gekommen ist, weil die Pflegeleitung zu liberal war. Diese Seite und die Menschen, die um diese Menschen trauern, die darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es war zutiefst von Dilemmasituationen geprägt. Und mit den Gottesdiensten war es genauso. Wenn jemand gesagt hat, warum nehmt ihr denn das hin? Ja, dann möchte ich mal wirklich wissen, wer die Verantwortung übernimmt, dass ohne Schutzkleidung, ohne funktionierende Hygienekonzepte die Menschen einfach ganz normal weiter Gottesdienst feiern. Da wären viele Menschen gestorben. Das widerspricht aus meiner Sicht dem Doppelgebot der Liebe. Ich kann nicht beten, mich aber nicht drum kümmern, ob Menschen ihr Leben verlieren. Also war es richtig, am Anfang sehr zurückhaltend zu sein. Und als wir die Hygienekonzepte hatten, als wir sagen konnten, die funktionieren, die Menschen sind vorsichtig, dann habe ich Weihnachten dafür gekämpft, dass die Gottesdienste nicht in den Kirchen verboten werden, und sie fanden auch statt. So war die Situation. Ja, danke. Noch eine letzte Frage.
Die Botschaft von Glaube, Liebe, Hoffnung mag der Schlüssel sein, aber wie bringt man sie in eine säkulare Umgebung? Ah, Sie haben so schöne Fragen, über die man alle so gerne noch viel länger reden würde. Das ist natürlich genau die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen in unseren Kirchenreformdiskussionen, in denen wir mittendrin sind, schon seit Jahren. Wie kommen wir aus unserer Blase raus? Ein großes Hoffnungszeichen ist für mich die Jugend, sind die jungen Leute. Die Tatsache, dass eine 25-jährige Studentin wie Anna Heinrich zur Präses der EKD-Synode gewählt worden ist, ist für mich das nicht das Ende, sondern die Zwischenstation in einem Prozess, den ich mit großer Freude in meiner Zeit als Ratsvorsitzende verfolgen konnte. Die Jugendsynodalen waren bei den EKD-Synoden die innovativsten, vorwärtstreibenden und genau diese Frage am meisten immer wieder thematisierenden. Und da, wo wir auf sie gehört haben, als wir etwa die Synode zur Digitalisierung gemacht haben, da war ursprünglich ein anderes Thema vorgesehen. Und die Jugendsynodalen haben sich gemeldet und gesagt, wir müssen unbedingt über digitale Welten sprechen, dass wir da vorankommen. Wir haben es gemacht. Und es war eine Riesenhilfe, dass wir das schon hatten und vorbereitet waren, als dann die Pandemie kam. Sonst wäre das nicht so gut gelaufen. Und von daher erlebe ich ganz stark, dass junge Leute genau aus dieser Blase raus wollen. Die sind sehr fromm, aber nicht in einer Konventikelweise. Nicht in einer Weise, wo man sich sozusagen untereinander trifft und sich wohlfühlt, aber gar nicht sieht, dass da draußen x Leute sind, die eigentlich auch Sehnsucht nach Ganzheit haben, Sehnsucht nach Liebe haben, Sehnsucht nach Vergebung haben, Sehnsucht nach Hoffnung haben, aber überhaupt nicht unserer Lebenswelt vorkommen. Auch in den Kirchengemeinden ist es ja so, dass 80% der Menschen eigentlich kaum Kontakt zu dem Geschehen in den Kirchengemeinden haben. Und deswegen ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir anstatt von unserer Institution her zu denken, endlich anfangen, von den Räumen her zu denken, in denen wir leben. Wer lebt da eigentlich? Da leben Leute mit buntem Haar und Leute, die so weißes Haar haben wie ich und Leute, die wieder ganz anders aussehen, übrigens auch vielleicht andere Hautfarben haben. Auch das ist in unserer Kirche unglaublich, wie wenig das eigentlich sichtbar wird. In Bayern sind 20% der Kirchenglieder, haben Migrationshintergrund, aber sie kommen in keiner Synode vor. Ich deute mal an, wo ich die Punkte sehe, wo wir viel, viel besser werden müssen. Und das heißt, die Liebe Jesu Christi selbst ausstrahlen, anstatt nur davon zu reden. Und die Liebe Jesu Christi ausstrahlen heißt einladend sein und Menschen nicht danach beurteilen, was sie denken, was sie glauben, wie sie aussehen, sondern erst und übrigens auch nicht nur als Missionsobjekt sie zu sehen, sondern einfach als Menschen, die wir lieben. Und wenn Sie dann merken, wie wir das im Falle vieler iranischer Asylsuchenden gemerkt haben, in Bayern haben wir da viele, die sich haben taufen lassen, die hat jetzt keiner dazu hingebracht, sondern die, das hört man von denen auch zum Teil sehr konkret, die haben gesagt, ich bin hier so gut behandelt worden, die haben mich so einladend behandelt, die haben sich um mich gekümmert. Diese Religion, die ist für die einfach glaubwürdig, wenn sie das so erleben. Das ist der Schlüssel für die Zukunft. Das ist für mich auch mein Verständnis von Mission, dass wir ausstrahlen, die Liebe Jesu Christi ausstrahlen und dass wir durch unsere Existenz zeigen, warum es etwas ganz Wunderbares und eine Lust ist, ein Christ und eine Christin zu sein. Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren ja im Grunde nochmal drei inspirierende Spontanvorträge. Sehr schön. Ist es nicht schön, mal einen richtigen Bischof bei uns zu haben?